Die Zeller Eisbären treffen im ersten Heimspiel nach der Punkteteilung auf den EC Dornbirn. Durch den 5:3 Auswärtssieg gegen Feldkirch zeigen sich die Zeller dementsprechend motiviert. Es entwickelt sich ein schnelles und vor allem faires Match. Nach einigen guten Torchancen für Zell sorgt in der 9. Spielminute Yaris Orsa nach einem Pass von Stefan Wiedmeier und Ben Gingrich für Torjubel bei den Eisbären. Freude über den Führungstreffer dauert nur kurz. Knappe 4 Minuten später erzielt Marcel Wolf den Ausgleich für die Vorarlberger. Im ersten Drittel gibt es keinen weiteren Treffer mehr. Auffallend im ersten Spielabschnitt, es gibt nur eine 2-Minuten-Strafe für den Goalie der Dornbirner Bernhard Bock, nachdem er einen Sololauf des Zeller Legionärs Chad Schwarzendruber nur durch Beinstellen stoppen kann. Im Mitteldrittel gehen erneut die Eisbären in Führung, diesmal im Powerplay. In der 32. Spielminute trifft Stefan Wiedmeier nach Zuspiel von Yaris Orsa. Das Spiel entwickelt sich zum offenen Schlagabtausch. Beide Torhüter haben in dieser Phase Hochbetrieb. Obwohl Dornbirn von nun an konzentrierter spielt und mehrmals gefährlich im Zeller Strafraum auftaucht, scheitern die Angriffe immer wieder am Zeller Goalie Flo Weiskirchen. Auch Bulldog-Goalie Bernhard Bock erweist sich einige Male als wichtiger Rückhalt für seine Mannschaft. Mit einem 2:1 endet das zweite Drittel. Das letzte Drittel dauert kaum eine halbe Minute, da gleichen die Gäste aus dem Ländle durch Martin Beval aus. Die Zeller kämpfen zwar weiterhin beherzt, aber es will nichts mehr gelingen. Auf der anderen Seite drehen die Dornbirner mit dem 3:2 durch Roman Scheiber in der 46. Minute das Spiel komplett um. Leider gehen dann kurz vor Ende des Spiels auch noch bei Yaris Orsa, der bis dahin eine gute Leistung bot, die Nerven durch und die letzten Minuten müssen die Eisbären mit einem Mann weniger spielen. Zwar gelingt dem Zeller noch fast der Ausgleich, aber nachdem Goalie Weiskircher aus dem Tor genommen wird, erzielt Dornbirns Dimitri Nabokov wenige Sekunden vor der Schlusssirene ein Empty-Net-Goal zum 4:2 Endstand und die Dornbirner nehmen 3 wertvolle Punkte mit nach Hause. Wenn wir jetzt die Partie gewonnen hätten, dann hätten wir wieder 3 Punkte mehr am Konto und das wäre dann für Selbstvertrauen irrsinnig gut, aber es ist nicht so. Mit dieser Situation müssen wir umgehen, wir müssen uns fürs nächste Spiel wieder neu motivieren und wieder neu angreifen. Die nächste Gelegenheit auf eigenem Eis gibt es wieder am 6. Februar gegen den Tabellendritten EHC Lustenau. Hier in der Zeller Eisbären Arena, wenn es heißt EK Zeller Eisbären gegen EHC Lustenau.